Ich gucke dann immer kurz mal zur Seite und checke, ob die Musik auch läuft. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss noch ein bisschen jetzt in der Zukunft drehen, denn wir haben immer noch Dienstag und ja, ich weiß gar nicht, ob ich am Mittwoch gestreamt habe, aber ich denke mal, ich habe schon gestreamt. Und ich hoffe, dass sich der Mid-Clash wieder so ein bisschen etabliert in meine Woche, sage ich mal. Und aber ich höre mich jetzt so ein bisschen an wie so ein Prediger vom anderen Kanal. Also macht das nicht in Clash of Clans, kann ich euch sagen. Ich habe es gerade wieder gelesen bei mir in den Kommentaren. Ich meine, ich kreide denjenigen jetzt nichts an oder so. Aber ich habe mal wieder gelesen, dass jemand, nein, keine China-Gems kauft oder sowas. Also sowas dürft ihr schon mal gar nicht machen. Also irgendwie unechte Gem-Beschaffung oder sowas, das bringt euch auch nicht weiter. Und aber es geht darum, um Account, nicht Account Sharing, will ich gar nicht mal sagen, sondern um gekaufte Accounts bei eBay Kleinanzeigen. Ich habe heute selber mal geschaut, oder auch in eBay und auch auf diversen Webseiten gibt es immer noch Clash of Clans Accounts zu kaufen. Und in Wirklichkeit, ihr könnt sie nicht kaufen, weil du kannst nach den Nutzungsbedingungen des E-Mail-Accounts eigentlich keinen Account kaufen. Denn dort ist auch die Weitergabe der Accounts, also der E-Mail-Accounts, nicht gestattet. Und ich sehe den Ganzen immer ganz, ganz schwierig entgegen. Denn wenn ich so einen Account kaufe, ich clashe mal ein bisschen nebenbei, clashe aber gar nicht, ich spende noch ein bisschen. Denn wir brauchen hier noch so ein paar Turbis. So hier und da habe ich gesehen. Bei uns im laufenden, nicht ganz laufenden Clankrieg eine Hexe braucht er noch, okay. Eine Hexe oder drei Headhunter. Da kommen wir geben dir mal drei Headhunter. Das ist ja hier auch voll. Einmal ein Goblin, das ist der Glücksgobi. Noch ein Glücksgobi. Voll, voll, nicht ganz voll. Eins, zwei, drei. Okay, oh, jetzt habe ich gleich keine Truppen mehr, aber. 35, 35, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Einmal, zweimal. Mal bauen. Wir sind ja geizig. Und es geht halt darum, dass wenn du einen E-Mail-Account weitergibst, dann kann der E-Mail-Account ganz, ganz schnell wieder dem echten Besitzer gehören. Und plötzlich hast du ein Dorf gekauft. Gerade bei Google ist das natürlich sehr, sehr einfach. Also du fängst ein Google-Dorf an, levelst den, wie auch immer. Und verkaufst das Ding dann für 20, 30, 40 Euro. Jemand anders kauft deinen Account. Also ihr wisst alle, wie ich heiße. Ich heiße Thorsten und thorsten@gmail.com, sage ich mal. Den Account verkaufe ich dann, weil hinter dem Account der cloudgebundene Daten. Und cloudgebundene Daten ist zum Beispiel Clash of Clans. Das heißt also, wenn ihr wirklich euer Clash of Clans Dorf mal löschen wollt, was ja einige YouTuber fünfmal pro Jahr machen. Ich lösche meinen Account, ja. Dann ich kann meinen Account ja auch löschen. Ich lösche einfach meinen E-Mail-Account. Und damit ist mein Dorf dann wirklich gelöscht. Aber Clash of Clans kannst du nicht löschen. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt nicht mehr clashe oder ich fange auf einem ganz neuen Device an, also auf einem ganz neuen Handy und habe dann noch nie Clash of Clans gespielt, dann logge ich mich einfach mit meinem Account ein und schon ist mein altes Dorf da. Aber gerade diese E-Mail-Geschichten, Leute, lasst da die Finger von. Deswegen, das sind so Dinge, die würde ich in Clash of Clans echt nicht anfangen. Ich hab das eh nie gemacht. Also ganz, ganz, ganz davon ab, dass ich das nie gemacht habe. Das ist nicht mein Stil, muss ich sagen. Wenn ihr euch irgendwas selber erfarmt, dann macht ihr zumindest die Erfahrung, ja. Ich weiß selber, dass es sehr lange dauert, bis man erstmal ein Rathaus 9 hat, ein Rathaus 10 hat, ein Rathaus 11 hat. 12, 13, 14 kommen dann noch drauf. Natürlich dauert das lange. Natürlich dauert das lange. Überhaupt keine Frage. Ich muss mal eben, ich glaube, wir geben dem mal noch eine schnelle Spende hier. Natürlich ist das, dauert das lange. 1, 2, 3. Lass mich das eben zu Ende machen hier. Alter, haben wir denn nur so tolle Accounts hier? Gibt's doch gar nicht. Halt, da fehlte noch was. Habe ich die nicht mehr? Ah doch, 1, 2, 3. Haben wir nur so tolle Accounts hier? Okay. 1, 2 passen da rein. Und dann nochmal 1, 2, 3. 1, 2, 3.
War das der letzte? Nein, immer noch nicht. Das war immer noch nicht der letzte. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich hier so ein bisschen jamme. Aber ich gebe euch mal ein anderes Beispiel. Du steigst in irgendein Game ein und spielst das nicht von Anfang an. Also du spielst es nicht von Beta an, also oder Alpha oder was auch immer oder Testphase etc. Und steigst da etwas später ein, so wie ich zum Beispiel in New World. Ich bin etwas später in New World eingestiegen und habe das Rollenspiel oder das MMO, so muss man es ja sagen. Ich liebe es, aber ich hasse es auch. Und deswegen spiele ich es im Moment nicht so viel. Ich flashe halt im Moment unheimlich gerne, nehme unheimlich gerne auf. Und das ganze Fieber hat mich so ein bisschen wieder ein bisschen mehr gepackt, als dass ich mit 50 Leuten irgendwelche Kriege spiele, die ich nicht gewinne, weil man keine Chance hat, weil man PvP-mäßig nicht so gut drauf ist. Aber auch dort bin ich ja zu einer Phase ins Spiel gekommen, wo schon viel, viel Leute viel, viel weiter waren. Und ich musste da erstmal hinkommen. Ja, Endcontent und dann den Endcontent weiter ausbauen. Rüstung, Waffen etc., Skill und so weiter. Und so ist das hier auch. Also nehmt euch doch einfach die Zeit. Und habt eine schöne Zeit hier in Clash of Clans. Denn es macht unheimlich viel Spaß. Oh, Uschi ist heute am Start. Okay. Alles klar. Uschi ist am Start. Und nehmt euch ruhig die Zeit, Leute. Also hadert da nicht mit euch rum, sondern nehmt euch die Zeit, genießt die Zeit hier in Clash of Clans. Aber bitte, bitte, bitte kauft keine Accounts. Denn das bringt echt nichts. Das bringt mal wirklich nichts. Das bringt euch nicht weiter. Das bringt dem Verkäufer, ja, dem Verkäufer bringt es Geld, aber er kann halt seinen Account vor allen Dingen wieder verlangen, weil er es belegen kann, das ist mein E-Mail-Account und dann war es das mit eurem Dorf, Leute, ne? Muss man ganz klar so sagen. Da müsst ihr aufpassen, auch wenn ihr jetzt sagt, ja, ich habe ja die Zugangsdaten bekommen, ich habe das Kennwort geändert und so weiter. Es gehört euch nicht. Das müsst ihr euch ein bisschen verinnerlichen. Es gehört euch nicht und deswegen sehe ich dem so ein bisschen skeptisch entgegen, also vielen Sachen skeptisch entgegen. Der Sache. Alter, was ist denn? Oh, hier wollen ja ganz, ganz viele rein, sehe ich gerade. Okay, Jakob. Jakob hört sich so an wie ein Rathaus 11. Ich weiß nicht. Hört sich irgendwie. Oh, das ist sogar ein 11er, okay. Hatte ich eine gute Ahnung. Mal sehen, ob wir den noch annehmen können. Aber der hat auch, da steht jetzt auch schon wieder da oben, für den nächsten Krieg zugelassen in. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, er ist ja aus seinem alten Clan entweder mitten im CK rausgegangen oder er hat seine Angriffe noch gemacht. Das weiß man nicht, aber Jakob würde ich jetzt annehmen. Kann ich nicht mehr, ist bereits Mitglied. King TH9% schreibt, er ist wieder hyperaktiv, hat immer noch keine Liga. Ja, das kann ich dir nicht ganz abnehmen. Du hast jetzt auch schon Clan gefunden, Clan Level 13. Dann wäre da auch glücklich, würde ich sagen. Wo bleiben denn meine Spendertruppen? Hier. Wo bleibt mein Spender-Handy? Mein Spender-Handy ist hier. Einmal entsperren und auf dem Account vom Avatar. Der spendet mir jetzt mal gerade so ein bisschen ein paar Truppen. Und ja, wenn ihr einen Account hochspielt, Leute, dann würde ich doch sagen, dann macht das doch einfach so. Entweder gebt ihr auch ein bisschen Knete aus, das ist ja euch überlassen, was ihr da macht. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe gar nichts nach ausgebildet, sehe ich gerade. Okay. Dann machen wir hier mal ein paar von denen. 1, 2, 3, 4. Hier davon. Und diesen anderen hier, den habe ich natürlich. Ach doch, den hätte ich auch. Warte mal. Ah, den kann ich ja auch ausbilden. Sehe ich gerade, den Drachenreiter. Ja, kann ich auch ausbilden. Und man spielt die Accounts halt normal hoch, Leute. Ah, es ist sehr, sehr schwierig. Ich habe das Thema jetzt heute ein bisschen aufgegriffen, weil ich ein bisschen vorab aufnehmen muss durch den Midstream. Also mittwochs wollte ich eigentlich gar keine Videos mehr machen, wenn ich dann mittwochs am Stream bin. Und aber jetzt für den Donnerstag muss ich ein bisschen vorab aufnehmen. Und für Freitag bleibe ich wahrscheinlich auch gleich sitzen, denn ich wollte ja noch eine coole Rathaus 10 Folge für euch machen, also für den Freitag. Denn da
ereilen mich auch immer nicht Angriffe, sondern da ereilen mich auch immer Anfragen, so nach dem Motto: Guter Rat aus 10 Angriffsstrategie. Habe ich natürlich für euch. Auch ich als Casual Gamer habe dort coole Strategien für euch am Start. Da muss man gar nicht so weit reingreifen, aber was so ein bisschen passen muss, ist immer so ein bisschen funneln, ein wenig ganz bestimmte Gebäude rausnehmen und dann zeige ich euch die coolen Taktiken. Ich kriege das schon hin, wenn ich beim ersten Mal, dann beim fünften Mal oder so. Aber letztendlich habe ich hier auch in der Zeit nicht wirklich etwas verlernt, glaube ich zumindest. Muss auch mal wieder bei den anderen YouTubern so ein bisschen gucken, denn oh, der hat ein bisschen Gold und eh nichts für uns. Das ist auch noch ein einfaches Dorf. Der ist sogar abgefarmt hier, okay. Aber die Scattershots sind noch voll. Alles klar. Okay, die Scattershots sind noch voll. Und das ist ein Multi dort. Naja, wir haben ja gar keine Heiler hierbei. Sehe ich jetzt erst. Okay. Und da muss ich unbedingt mal wieder ein bisschen nachgucken, denn ich habe jetzt auch dadurch, dass ich, ja, Leute, die Homeoffice-Pflicht ändert sich jetzt wieder. Man darf ja wieder so ein bisschen mehr machen. Und deswegen glaube ich, werde ich auch zu etwas weniger kommen, warum auch immer. Was jetzt nicht schlimm ist, was nicht schlimm ist. Aber ich meine, ich freue mich da tierisch drauf. Natürlich mal wieder ein bisschen. Ein wenig Büroluft zu schnuppern. So, der ist da. Dann hauen wir hier die ganzen Drachen raus. Einmal unsere Loons mit rein. Den Kollegen hier nehmen wir auf Luft. Ihn hier mit drinne. Und ich glaube, den nehmen wir auch mit rein. Den Royal Champion hier. Wir müssen jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen da auf den dusseligen Feger achten. Würde ich sagen. Da können wir, glaube ich, beides fließen. Feger und. Und das Ding dort, es wäre ganz schön, wenn hier hinten der Magierturm weggeht. Dann kann ich nämlich hinten meine Bett setzen. So, wo sind meine Drachen? Die sind noch hier in der Mitte. Okay, da sind die Bets ganz gut aufgehoben. Queen mitgefriest hier. Die friesen wir einfach mal, dass die ganzen Bets hier durchgehen. Aber der Magierturm da, der macht mir dann gar aus. Nein, schaffen die den? Na komm! Leute, ah, nicht ganz, okay. Nicht ganz, unten habe ich noch zwei Drachen. Naja, war halt ein Farmangriff. War halt zum Farm und eine Liga holen. Auch immer ganz, ganz wichtig. Macht das nicht, hätte ich fast gesagt. Doch macht das. Holt euch eine Liga, dass euer Leader sieht. Ihr seid wieder ein bisschen aktiv. Das mache ich ja auch. Das mache ich ja auch. Oh, der Elektro hat echt lange durchgehalten da, ne? Donnerwetter. Und oh, der war ganz gut was abgeluchst. Ich habe wieder eine Liga. Kann er direkt nachbauen und könnte auch direkt wieder nachzocken. Was hört er eigentlich für Mucke? Grauselig. NCS New Music heißt der Kanal. Auf Spotify. Nein, Spotify heißt es, weiß ich. Spotify heißt es. So. Haben wir was nachgebaut? Ne, mit dem Akkord haben wir ja gar nichts nachgebaut hier. Das ist ein Hybrid. Ist in Ordnung. Und ja, nochmal freundliche Erinnerung, kommt aber morgen, jetzt am Freitag. Also für euch dann am Morgen. Die Folge kommt ja am Donnerstag. Nochmal die freundliche Erinnerung, dass ihr euch den Pass abholt, also die Rewards von dem Pass. Ich habe sie mir auch noch nicht alle abgeholt, weil ich muss sie noch ein bisschen sinnvoll einsetzen. Mir fehlen ja hier auch noch immer noch ein paar Mäuerchen. Ich habe hier noch viele Schätze einzusammeln, aber kann auch im Moment nicht wirklich was bauen. Außer ein paar Mauern, obwohl eine Luftbombe könnte ich lostreten, ne? Eine Luftbombe könnte ich lostreten. Und eine Bombe sogar. Wir machen mal die Luftbombe. Ist die letzte Luftbombe. Okay. Wir machen mal die letzte. Ich kann auch immer noch die Clan-Spieler abholen hier. Da habe ich aber noch ein bisschen länger Zeit, als dass der Pass ausläuft. Und von daher, ja. Aber wie gesagt, mit den Accounts, Leute, macht das nicht. Kauft euch keine Accounts, sondern spielt die Accounts hoch, wie ich es gemacht habe. Kostet nichts. Und wenn es noch was kostet für euch, dann habt das gut investiert. Denn letztendlich ist es auch so, dass man auch immer für sein Hobby ein bisschen bezahlt. Also man bezahlt ja immer irgendwo etwas. Man kann jetzt nicht sagen, oh, dieses Spiel kostet Geld. Ich höre ja ganz, ganz viele immer, das Spiel kostet Geld. Ist ja kein Pay-to-Win hier. Kein Pay-to-Win. Ist ja nur nice to have oder noch. Ist ja kein Must-Have.
Nice to have, mehr nicht. Und von daher, wo ich früher Windgesurft habe, als ich noch so jung und frisch war, wie ihr es wahrscheinlich noch seid, da habe ich mir ein Brett nach dem nächsten gekauft, ein Segel nach dem nächsten, ein Rig nach dem nächsten. Das hat alles Unsummen gekostet, aber es war halt mein Hobby, ich war geil drauf. Und heute ist eins meiner kleinen Hobbys Clash of Clans. Deswegen gebe ich auch immer 11,99 Euro für den Goldpass auf, oder beziehungsweise für 3 Goldpässe über den Store. Also aufpassen, über den Store, nicht hier in-game, sondern über den Store kaufe ich mir mittlerweile immer die Pässe, weil es einfach ein bisschen günstiger ist. Man spart ein paar Euro und man kann sie vor allen Dingen verschenken. Mal sehen, ob ich einen Account verschenke. Na, kein Account, sondern ob ich einen Goldfass verschenke die nächsten Tage. Und ich bleibe jetzt einfach sitzen. Ich gehe jetzt in mein Rathaus Zehndorf. Also nicht wundern, dass ich die Kleidung nie wechsle. Mache ich eh nicht. Ich bleib einfach immer so. Und deswegen wollte ich ja noch eine Folge Rathaus 10 für euch machen. Das mache ich jetzt. Und dann sehen wir uns vermutlich... Ich weiß nicht, ob wir uns am Wochenende sehen. Müssen wir mal gucken. Also der Midclash, glaube ich, wird hoffentlich wieder Stabilität finden. Und dann gucken wir mal, was so kommt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Und einen Tag müssen wir noch machen. Dann haben wir Wochenende. Also bis dahin. Danke fürs Zuschauen. Euer Toto. Echt.